Denn im Grunde genommen muss man doch wissen, dass wir in Österreich derzeit 183.000 Arbeitslose haben. Und dass wir in Österreich 200.000 Wohnungssuchende haben. Ja, da werden wir doch nicht aus dem Ausland Leute einholen, die auch eine Wohnung, die auch einen Arbeitsplatz brauchen. Sondern werden wir zuerst einmal schauen, dass unsere Österreicher Arbeit haben. Dass unsere Österreicher alle beschäftigt werden können und dass unsere Österreicher alle eine Wohnung haben, bevor wir in Konkurrenz zu ausländischen Ankömmlingen treten, die dann das besetzen wollen, was eigentlich die Österreicher mitgearbeitet haben. Und unter diesen Gesichtspunkten haben wir Freiheitlichen auch unsere Politik angelegt. Daher verstehe es auch überhaupt nicht, dass da Rot und Schwarz so blind ist in dieser Frage. Denn eines muss man auch wissen, dass wir mit einer unkontrollierten Einwanderungspolitik nach Österreich uns auch die Kriminalität züchten in Bereichen, wo sie vermeidbar ist. Denn wenn ihr vor wenigen Tagen, da brauchst nicht die Hände, die ihr halten, ich will euch nur erinnern, was hier passiert ist, vor wenigen Tagen, dieser schreckliche Mord an einem der Chauffeure von einer Wildbrettfirma, wo also auch hier illegal nach Österreich Eingewanderte, die interessanterweise, obwohl es illegal eingereist sind, einen Betrieb in Österreich aufmachen konnten, einen Gewerbeschein gekriegt haben und dann haben sie für ihre Mitarbeiter kein Geld gehabt, um die Löhne zu zahlen. Und dann haben sie halt beim Umbruch, von dem sie vermutet haben, dass er im Briefkasten viel Geld hat, weil er zu den Kunden ausgefahren und die Ware bezahlen muss. Ja, meine Damen und Herren, probieren Sie einmal in Österreich einen Gewerbeschein zu kriegen. Dann müssen Sie auf die Handelskammer gehen. Da müssen Sie einmal 8 oder 10.000 Schilling am Tisch legen, damit man sie dort überhaupt zur Kenntnis nimmt. Die sogenannte Einverleibungsgebühr müssen Sie zahlen. Und dann müssen Sie monatelang warten, bis Sie ein Leumundszeugnis bekommen, das Ihnen nach Rückfragen bei Gericht, nach Rückfragen bei der Bezirkshauptmannschaft, nach Rückfragen in der örtlichen Gemeinde ausgestellt wird, dass keine Vorstrafe haben und dass alles in Ordnung ist und dass Sie verlässlich sind. Und jetzt sagen Sie mir, wie das geht, dass ein illegal nach Österreich Eingewanderter plötzlich ein Gewerbeschein kriegt und die Frage der Verlässlichkeit nicht geprüft werden muss. Das ist eine Riesenschweinerei, wie da in diesem Lande die Einwanderungspolitik praktiziert wird. Wir akzeptieren jeden, der hier Arbeit und Wohnung findet, aber wir akzeptieren diese Vorgangsweise nicht, weil sie letztlich auch zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko für unsere Menschen führt. Und das ist das, worüber man nachdenken muss. Und das ist das, warum ich auch den Herrn Buzek nicht verstehe, wenn er sagt, ja, wenn das Boot voll ist, dann müssen wir Österreicher dafür Platz machen. Ja, was heißt denn das? Dass wenn wir ins kalte Wasser springen, damit ein paar Ausländer zusteigen können. Das ist nicht sehr inländerfreundlich, würde ich sagen.